zu einer neuen Folge Pflanzen gegen Zombies. Ja, wir starten heute das Spiel von Anfang an, nicht mit einem Spiel wie sonst immer. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Denn, guckt mal, es ist wieder ein Update gekommen. Und dieses Update, das sollen wir unser Alter angeben. Verstehe den Sinn zwar nicht unbedingt, weil, wenn man beispielsweise eine Woche älter wird, was ist denn dann? Kann man es dann auch irgendwie ändern oder was oder wie? Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Jedenfalls gab es damals schon das Problem, dass mich Leute gefragt haben, ja, ich kann da irgendwie meinen Namen nicht eingeben. Das funktioniert irgendwie nicht, weil man musste ja am Anfang natürlich auch einen Spielernamen wählen. Damals habe ich geschrieben, dass es die Möglichkeit gibt, wenn man hier unten klickt, dass man hier auf diese, ja, keine Ahnung, asiatische Schrift geht. Wenn man diese asiatische Schrift anwählt und dann das eintippt und Enter drückt, dann stand der Name auch drin. Das funktioniert allerdings jetzt nicht. Sowohl mit der deutschen Schrift als auch mit der asiatischen Schrift kann man einfach keine Zahlen eintippen. Das hat nicht hingehauen. Aber, und damit ihr da nicht lange suchen müsst, habe ich jetzt noch mal ein bisschen geschaut und es gibt hier nämlich seit neuestem BlueStacks einen Button. Ich glaube, den gab es damals noch gar nicht. Der heißt physische Tastatur. Und den wähle ich jetzt einmal aus, klicke dann im Fenster. Dann startet das Spiel nochmal und jetzt können wir endlich das eingeben. So soll das sein. Och, das ist ja gar nicht richtig. Ich bin ja noch gar nicht 25. Es dauert ja noch 4 Monate oder 3. Ach, keine Ahnung. Okay, hätte ich jetzt beinahe mein falsches Datum angegeben. Mein falsches Alter. Ja, das kommt davon, weil ich ja am 25. 25 werde und voll hatte 25 Geburtsdatum. Natürlich mein Alter jetzt. Naja, egal. Spielt keine Rolle. Wir klicken auf Annehmen, Spielen und dann gucken wir mal, welches Update denn da jetzt vorbeigeschneit ist. Okay. Wir sehen schon mal, es scheint sich hier was verändert zu haben. Altes Ägypten 24 von 25? Auch hier 24 von 25? Auch hier? Okay, ist überall ein Level dazu gekommen. Oh, aber diese Welt ist immer noch nicht frei. Schade. Dann gucken wir mal, was da dazugekommen ist. Was ist das denn bitte? Was mir nur jetzt auffällt, dass da irgendwie was fehlt. Weil ich hatte das nämlich auf meinem Tablet installiert und da kam kurz eine Sequenz. Und diese Sequenz ist jetzt irgendwie nicht gekommen. Seltsam. Aber, was bist denn du? Ja, es ist irgendwie ein neues Level dazugekommen in jeder Welt. Ich denke, das werden wir gleich mal ausprobieren. In 4 Stunden, ach so, es steigt noch für 4 Stunden die Piñata Party. Da könnten wir jetzt mal reingucken. Ahaha, da müssen wir erstmal Spannungsbogen. What the fuck? Okay. Ui, guckt mal. Oh, guckt mal. Ich mag die so gerne. Die Matsch-Zombies. Die Matschbirnen. Die kann man ja scheinbar im Moment noch nicht bekommen für dieses Spiel. Das ist sehr, sehr ärgerlich. So, machen wir das mal weg, oder matschen wir da gleich einmal. Und? Nein, du spuckst keinen Grabstein aus. Naja, ist schon zu spät. Okay. Die Matsch-Zombies, ist ja cool. Also den müssen wir auf alle Fälle immer sofort zermatschen. Da kommen wir gar nicht anders drum rum. Nein! Oh, jetzt hat der schon wieder einen ausgespuckt. So, jetzt möchte ich gleich mal ausprobieren. Funktioniert das? Ach so. Das ist cool. Das ist richtig cool. Okay. Gut, das heißt, Dünger müssen wir definitiv immer wieder mal einsetzen. Da kommen wir gar nicht drum rum. Machen wir gleich nochmal. So. Ach, er hüpft eher auf den. Nein! Ach so. Och, jetzt habe ich den anderen natürlich um einen verplempert. Machen wir gleich nochmal. Ich weiß gar nicht, wie wir dieses Level schaffen sollen. Aber gut, wir werden schon irgendwie hinbekommen. Irgendwie. Und gleich nochmal. So, wen macht er denn jetzt alles kaputt? Oh gut, da müssen wir einen hinpacken. Und nee, da müssen wir einen hinpacken. Und dann können wir den auch gleich wieder mit Dünger aktivieren. Na, ich bin ja mal gespannt, ob wir dieses Level schaffen werden, weil so einfach ist es ja nicht. Aber ich glaube, durch dass das hier so viel Dünger mit dabei ist, dürften wir es ja eigentlich schaffen. Okay, er hat schon mal den richtigen zusammengestampft. Aber ich sehe es jetzt schon gefährdet. Ich sag's ganz ehrlich, ich sehe es jetzt schon gefährdet.
Wir bräuchten noch ein paar mehr von den Matschern. Ganz ehrlich, so haut das sonst nicht hin. Hallo? Matscher? Juhu. Na geht doch. Wo müssen wir noch hin? Ja. Ja, es ist dumm. Es ist dämlich. Du kannst ja jetzt hier... Okay, hier. Gut. Den zermatschen. Ach ja, okay. Aber ansonsten, bevor wir das Level nicht schaffen... Nehmen wir... Kommen wir nicht hin. Ach so, na Moment. Wir dürfen noch die Rasenmäher benutzen, oder? Von daher wäre es ja eigentlich wurscht. Dann nutzen wir halt einfach die Rasenmäher. Ha! Egal, komm, lass mal die Rasenmäher drüber, dann sind vor allem auch die letzten Lanes weg. Aha. Lieber Rasenmäher benutzen, als dass wir Geld benutzen. Ist schon zu spät, ich habe schon 1000 Münzen eingesetzt, hilft nicht. So. Batsch. Das Schöne ist, dass die halt auch mehrere zusammen batschen. Das ist gut. Komm, lass mal den da mal. Lass den mal, danke. So, weil dann können wir nämlich hier gleich diesen hier machen. Diesen hier. Und dann schauen wir uns natürlich das Update an. Ich will euch natürlich nicht ewig auf die Folter spannen. Mich interessiert es ja auch, wie das Level aussieht. Ich habe es nämlich noch nicht angespielt. Auch wenn ich schade finde, dass die Sequenz leider nicht gezeigt wird. Das ist sehr, sehr schade. Aber vielleicht kommt die ja noch. So. Also. Fahren wir die über den Haufen. Und. Wir fahren die über den Haufen. Alles klar, wir haben die Piñata-Party geschafft. Das heißt, wir öffnen 3. Wir haben 250. Wir haben einen Powerstromstoß. Und wir haben 500 Münzen. Sehr schön. Und hier oben wären Hawaii. Skin gewesen. Okay. Oh, wir dürfen den geheimen Schatz bergen. Super. Ich hasse die Verkleidungen. Neues Kokosnusskanone-Kostüm. Sehr schön. Ich mag die Kostüme nicht. Schon mal erwähnt. Natürlich, ich habe schon erwähnt. Oft genug. Yeti entdeckt. Ist mir wurscht. Ich will den Yeti jetzt nicht machen. Ich will euch jetzt die Welt zeigen. Also, altes Ägypten. Vielleicht kommt die Sequenz ja jetzt, wenn wir diese Welt anwählen. Hast du dich jemals gefragt, warum dein Nachbar Dave so einen Hunger hat? Welche geheime Taco-Zutat ihm wohl das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen würde? Braucht er dein Gehirn am Ende vielleicht genauso dringend wie wir? Auf keinen Fall! Ich würde niemals einen Hirntaco essen. Aber ich erinnere mich auch nicht mehr, was drin war. Okay. Das hört sich nicht gut an. Oh Gott, es ist ein Endgegner. Da, schau her. Okay. Ein Endgegner. Oh, und er scheint auf uns zu schießen. Das ist nicht gut. Das heißt, wir verlieren Pflanzen. Gut. Nein! Ey! Nein! Hallo? Aufhört! Och, Mensch! Oh, du bist doch ein Arsch. Also, du bist doch ein Idiot. Es tut mir leid, aber bist du. So, in der Käse. Na. Okay. So, machen wir hier gleich mal diesen hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Level aufziehe. Ich denke, ich werde das Level vermutlich jetzt einfach wirklich ein bisschen auf gut Glück machen. Sprich, ich mache einfach. Ich pflanze jetzt einfach die Sachen hin. Ich glaube, dass es ein Level ist, da brauche ich nicht wirklich mordsmäßig gucken, ob ich irgendwie das Ganze... Moment, ich halte die mal... Nein, das war die falsche! Ich wollte das hier pflanzen. Egal. Das hat ihn zumindest ein Weilchen aufgehalten. Was wollte ich jetzt sagen? Ich muss jetzt mal hier ein bisschen leise stellen. Moment. Schaut mal. Sag bloß, die Multitouch-Funktion ist weg. Sag bloß. Ach nee, ist ja cool. Wir haben hier was anderes bekommen. Vor allem, wir haben ja eh 3 Stück davon. Was können wir hier machen? Aha, wir können die also eineisen. Okay, das ist cool. Das ist cool. Vor allem, wir brauchen so kein Multitouch. Jetzt habe ich nur ein Problem. Mein Dünger ist gleich weg. Muss ich den kurz auswählen? So, weil mein Düngerplatz ist schon voll. So, jetzt aber. Machen wir hier mal weiter zu. Und hier. Nein! Ey, du Arsch! Du Sackgesicht! Was soll das? Hör auf! Ah, Entschuldigung fürs Fluchen, aber hey! Geht's noch? Ich glaube, du hängst. Moment, da kommt eh schon wieder einer mit Dünger. Die haben ziemlich viele Dünger dabei, das finde ich gut. Wir frieren mal die einfach gleich mal schön brav ein. Hallo? Ey, das geht ja mal gar nicht. Ja,
alle meine Pflanzen über den Haufen ge... Ah. Ich meine, gut, man kennt es von Pflanzen gegen Zombies 1, da war es ja auch schon so, dass der alle die Pflanzen über den Haufen gerannt hat, aber... Nein! Oder konnte man das wenigstens noch aufhalten, wenn man die dementsprechenden Pflanzen benutzt hat? Ey, das ist ja mehr wie mies. Ja, das findest du jetzt lustig, oder? Ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht so prickelnd. So, da ist wieder einer mit Dünger dabei. Also können wir da schon mal einfrieren. Sag mal, geht's noch? Ja, es ist eine schöne Neuerung. Ein Drittel haben wir. Was war das jetzt? Also das war wahrscheinlich so das Zeichen, dass wir schon... dass wir ihn schon um eine Marke runtergekloppt haben. Hallo! Sag mal, hast du es eh immer auf dieselben Lanes abgesehen oder was geht mit dir? Ey, sag mal, der Kerl ist doch nicht ganz normal im Kopf. Ja, super. Dann frier mal die alle wieder ein, damit die mir mein Nüsschen... Och, super. Hätte ich ein bisschen warten sollen, damit die mir nicht alle mein Nüsschen hier aufknabbern. Und dann müssen wir hier gleich wieder ausstatten. Hallo? Nee, Moment. Oh, so. So, wieder schön einfrieren. Wieder den Dünger. Und hier diesen hier. Vielleicht nochmal einfrieren, weil da kommen schon wieder so viele nach. So, hier sind wir wieder gut ausgerüstet. Nüsschen wäre vielleicht ganz cool. Hallo. Schluss hier. Hier werden meine Pflanzen nicht angeknabbert. Ach ja, und jetzt schießen wir auch noch wieder. Natürlich. Weil es gerade so toll ist. Weil es Spaß macht. Na, freilich. Ja, und mein Eisnüsschen, das nehmen wir mal auch weg, weil das macht Fetzen Gaudi. Ja, natürlich. Oh Gott. Ey, aber wir haben ihn schon zur Hälfte runter. Nein! Hallo? Ey! Arsch! Nein! Ah! Ja? Heute wird geflucht. Und zwar jede Menge. Weil das Viech ist ja... Boah, es ist... Da hört man schon wieder diese lachenden Viecher. So, einmal einfrieren bitte. Da ist schon wieder einer mit Dünger mit dabei. Ha, ha, ha. So, ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, hier welche hinzubauen. Du... Gut, du kannst welche auslassen, aber du rast da jetzt nicht wieder drüber. Ich warne dich. Haut mal da oben den Dünger raus, bitte. Hallo. Schluss jetzt. Nein. So. Dünger, danke. Ich könnte ihn noch nicht mal einsetzen, weil ich noch gar... Das war falsch. Vor allem war das natürlich jetzt auch schön daneben, weil ich ihn dadurch natürlich auch nicht mal getroffen habe. Och Mensch. Och Mensch. Och Mensch. Schnell. Einfrieren. Alles. Einfrieren. Alles. Oh nein. Nein, da ist ein großer. Oh Gott. Nein. Ja, also macht euch auf Gekreische gefasst. Auf jede Menge Gekreische. Das wird jetzt eine härtere Nuss. Oh fuck, da ist gleich nochmal einer. Nein. 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 Oh, der erste ist down. Nein. Oh, aber der hat den down gemacht. Ah, das tut mir jetzt aber leid. Der hat das eigene Zombie-Viech kaputt gemacht. Ist ja geil. Oh Gott. Ich schreie heute. Ist mir wurscht. Ich schreie jetzt gleich, wenn es so weitergeht. Boah, wir haben ihn schon zu zwei Drittel. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hallo? Hörst du nicht auf mich? Hey! Das geht ja mal gar nicht. Ja, natürlich. Jetzt lassen wir sie alle auf dieser Lane laufen. Weil ich ja eh so eine Bombenverteidigung auf diesen beiden Lanes habe. Ja, klaro, das macht Sinn, das macht Freude. Eine neue Runde, einsteigen bitte. Ah, da wärst ja wahnsinnig im Kopf. Also, bitte, so. Ah, aber wir haben es fast. Also so fast, so ein bisschen. So minimal haben wir es fast. So. Hallo, kein Grabstein. Aber der kann man was dagegen machen. Hallo, nein, hier wird nicht aufgewacht. Ihr werdet schön im Eisschlaf bleiben. Nein! Sag mal, hörst du nicht, wenn ich Nein sag?
Was soll denn der Käse? Musst du jetzt da schon wieder drüber trampeln? Hat dir deine Mutter nicht gesagt, dass man über Blumenbeete nicht drüber trampeln darf? Ey, Junge, geht gar nicht. Hörst du jetzt auf? Bist du jetzt brav? Hallo? Nein! Nein! Oh. Ey. Nein! Lass meine Blume in Ruhe. Hallo? Da machen wir meine ganzen Blumen kaputt. Sag mal, drehst du jetzt völlig am Rad? Das findest du lustig, ne? Finde ich auch lustig. Total lustig. Voll lustig. Du bist der Lustigste von allen. Hallo? Nein. So. Ja, laufen wir deine eigenen drüber. Genau, da muss ich mich um die nicht kümmern. Meine Güte. Ja, super. Und einen Dünger bekommen wir auch noch gleich. So, Mama, einmal diesen hier und dann jetzt Schluss da. Wir haben ihn gleich. Und du bist jetzt endlich brav und hörst jetzt mal auf, über meine Pflanzen drüber zu laufen, du A-Punkt, ne? Hör mal auf damit jetzt. So. Ist das Feuer schon mal aus? Ein neuer Dünger. Kann man hier mal... Hallo? So. Ja, natürlich. Jetzt auch noch auf dieser Lane, weil da habe ich ja so eine riesen Bombenverteidigung. Ja, natürlich. Immer doch. Magst du doch gerne, oder? Ja, bist aber ein braves Zombie-Monster. So ein braves Zombie-Monster bist du. Hallo? Nein, du kommst mir... Oh, ach so. Hätte ich dieses Power-Up gar nicht benutzen müssen. Den haben wir ja umsonst noch, mehr oder weniger. So, einfrieren. Alle. Sofort. Aber hier mal das hier wegmachen. Oh Gott, Leute. Jetzt ist Schluss hier. Schluss. Schluss. Aber ich glaube, wir dürfen hier, und das ist das Schöne, wir dürfen hier, glaube ich, tatsächlich wirklich unsere Rasenmäher verlieren. Dünger bitte. Hallo. Danke. Oh Gott. Das wird ganz schön knapp gerade. Nein. Ja gut, da kannst du drüber. Da darfst du drüber. Ja, lauf drüber. Die kannst du alle umbringen. Komm schon. Du bist eh gleich tot. So. Also. Einfrieren. Alle. Dann haben wir hier diesen noch. Diesen noch. Yay! Juhu! Juhu! Juhu, juhu! Wir haben es geschafft. Wir haben ihn bezwungen. Schön. Einen Augenblick. Da war nie Fleisch in diesem Taco drin. Ich hab noch Too Funky in meinem Bad, um es zu beweisen. Ja, das hast du schön gemacht, Happy Dave. Tja, dann bleibt mehr Hirn für uns. Später. Wir sehen uns wieder an einem anderen Ort, in einer anderen Zeit. Es ist nett von dir, wenn wir uns da wiedersehen. Wundervoll. Das alte Ägypten-Trophäe. Du hast die Schöpfung von Dr. Zombos, den Zombot-Finxinator, besiegt. Das freut mich. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Ja, geh mal weg, Werbung. Das Schöne ist ja... Wir haben zwar das hier geschafft. Sieht jetzt irgendwie ein bisschen kaputt aus. Vergiss nicht, dass in einer anderen Welt noch Levels auf dich warten. Ja, erzähl mir nichts Neues. Meine Güte. So, das Schöne ist, wir haben ja hier... Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Hier. Ich bin gespannt, wie es ausschaut. Und... Wir haben hier den gleichen Scheiß. Und das Schlimme ist, hier drin haben wir nicht nur das Yeti-Level. Wir haben hier sogar... Moment, pass auf. Moment. Wir haben den gleichen Scheiß hier auch nochmal. Mit Aasgeiern. Dementsprechend macht euch auf Kreischefolgen gespannt. Also das wird eine Hausnummer werden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich sage auf alle Fälle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.